Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Eine eiserne Jungfrau hat euren Dungeon verlassen. Ach, da ist gar nichts. Okay. Bauen wir mal aus, da zum... Jetzt mal hier rein. So, der Schurke ist unnötig offensichtlich. Der hält nichts vom Trainieren oder so, also raus damit. Komm schon, Engel, komm schon. Ich habe jetzt 2 Tempel für dich gebaut. Vampiropfer ich mit Sicherheit nicht. Der da mir kommt. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Luschiger Zauberer. Ein Zauberer hat euren Dungeon verlassen. 12, 16. Also Platz für 4 weitere Geschöpfe haben wir noch. So. Zauberer könnten wir bei der Gelegenheit auch mal gerade prüfen. Die beiden sind schon fertig und die anderen sind noch nicht mal auf Stufe 4. Und das ist natürlich. Ein Stufe 4 Troll, noch ein Stufe 4 Troll und Action. Ein Salamander hat euren Dungeon verlassen. Ach ja. Wir können es natürlich auch nach dem Angriff weiter probieren. Mit den Engeln, dann quasi einfach mit den Portalen der geschlagenen Feinde. Verlassen. Es kann natürlich auch sein, dass wir bei den 20 bleiben müssen, irgendwie, dass wir 20 Monster im Tempel opfern müssen oder so. Beiden Stufe 1 Kameraden gehen mal über die Wupper. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter gönnen euch einen Troll. Ein Troll? Was ist damit? Halt! Ein Teufler hat euren Dungeon verlassen. Es ist Zahltag. Wir sterben. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Yeah.
Ich könnte natürlich auch mal gerade hier Google fragen, während es sowieso im Moment relativ wenig zu tun gibt. Dann Keeper 2, Tempel, Schwarzer Engel. Gönnen euch einen Goblin. Um Gottes Willen! Die Götter haben euer Opfer angenommen. Ja, komm, trau dich und tschüss. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Eure Schatzkammer ist zu klein. So. Dann beenden wir das hier. Stauen immer noch die Fresse am Einkloppen mit ihren Hämmern. Es gibt also auch so Opferungskombinationen, sehe ich gerade. Jetzt haben wir leider keinen Wächter mehr. Weil da steht zum Beispiel, dass wir einen schwarzen Ritter bekommen, wenn wir eine eiserne Jungfrau und einen Wächter opfern. Mal, ob wir da irgendwie weitere Infos kriegen. Gut, einer ist fertig. Dann bitte mal. Was bist denn du? Stufe 8 Skelett. Das ist natürlich der Nachteil dann an so einer Situation. Stufe 1 Vampir. Das ist natürlich brenzlig, aber. Gut, der dürfte auch nicht allzu viel brauchen. Jawohl, genau so haben wir uns vorgestellt. Okay. Werden wir vielleicht mal so ein bisschen was im Dings zum Beispiel wird der Imp-Zauber billiger, wenn man ein oder mehrere Imps da reinwirft. Interessant. Im Moment ist jetzt allerdings Dungeon Keeper 1. Ah! Jackpot! Jackpot bei Gelb! Dunklen Elf zum Beispiel für zwei Skelette und eine Ruhige. Der Engel selbst steht da allerdings nicht dabei. Na gut, dann müssen wir einfach mal gucken.
opfer ich jetzt mal noch einen. Kommen wir irgendwie an einen Guard dran? Das war den. Ja, das ist dann wahrscheinlich mehr oder weniger. Also die Seite, die ich gefunden habe, stand auf Englisch. Das war schon mehr oder weniger Zufall. Euer Opfer angenommen. So. Das ganze Spiel. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Geht jetzt mal flöten. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Ja, alles muss raus. Geschöpfe Schlussverkauf. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Na gut. Wie steht's denn überhaupt erstmal mit den Monstern? So, du bist ein Stufe 4 Zauberer. Antreten. Du bist ein Stufe 4 Zauberer. Gut, dann dürft ihr euch jetzt die Fresse einkloppen. Dann würde ich sagen, es ist fast schon Zeit für den Angriff auf Gelb. Das hier regt mich halt auf, ne? Die bringen uns gar nichts. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter gönnen euch einen Troll. Ganz toll. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter gönnen euch einen Zauberer. Wow. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Es wird immer nutzloser hier. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter gönnen euch einen Goblin. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Tja. Ich meine, der Guard ist doch der Wächter, würde ich jetzt mal schätzen. Ich prüfe das mal ganz kurz. Ja. Na kommt. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen eine komplett falsche Taktik mache. Außerdem wurde da, wo ich gerade nachgelesen habe, geschrieben, dass die auch nicht in jedem Level kommen. Zwei pro Tempel. Ja, also kann tatsächlich an den Level-Einstellungen liegen. Dann kriegen wir einfach keine. Gut, dann checken wir mal kurz also jetzt unsere... Ach, guck mal hier. Das hatte ich jetzt total vergessen. Zum Glück halten die Zauberer so viel aus. So. Gut. Hier sind noch zwei Stufe 4 Trolle. Dann hauen wir die auch noch schnell durch. Wenn die fertig sind, greifen wir Gelb an. Dann kriegen wir einfach in diesem Level keine Engel. Es ist Zahltag. Ach ja. Naja, das Einzige, was für die Monster spannender als der Arena-Kampf ist, ist der Zahltag. Drecksviecher.